Ja, dann möchte ich euch jetzt noch schnell ein paar Tabaksdosen vom Opa zeigen. Der hat an sich geraucht, was es halt damals so gab. Aber damals gab es anscheinend noch nicht so viele Aromaten. Hier haben wir eine Dose McGreenox Dunbar Original Ready Rub Sweetened with Maple and Rum. Die saßen in Kopenhagen und die Dose hier, die könnte sogar noch vakuumiert sein. Ich habe, da kann ich mich auch noch gut erinnern, als Kind dummerweise, da waren nämlich noch einige verschlossene Dosen und mit denen habe ich rumgespielt und habe die aufgemacht. Und dafür werde ich mich im Anschluss an das Video nachher noch ein bisschen auspeitschen wahrscheinlich. Weil sonst könnte vielleicht zum Beispiel in dieser London Mixture ein Tabak noch drin sein. Oh ja, und dann hier zum Beispiel haben wir den alten Warrant, wo noch drauf steht bei Appointment to the late King George VI. Also das ist noch eine sehr alte Dose. Man hört es da drin rascheln. Leider Gottes wird mit dem Tabak vermute ich nichts mehr anfangen, der jetzt über 40 Jahre, 50 Jahre ausgetrocknet ist, aber ich werde es mir mal anschauen. Eine Dose Dunhill Aperitif. Fitting Prelude to Meal Times. Also, das war ein Appetitanreger. Hier haben wir To Her Majesty the Queen unterhalb des Warrens 50 Gramm. Dann haben wir eine Dose Dunhills Standard Mixture Mild. Auch noch To the Late King George. Die könnte noch, bei der raschelt es noch nicht so. Dann haben wir mal Sweet Dublin Mixture. Die gibt es doch heute noch mit irischem Whisky. Ob man den nach 40, 50 Jahren da noch. Aber ich krieg's jetzt nicht auf, vielleicht gar kein schlechtes Zeichen, aber da drin raschelt es auch wie Stroh. Und dann haben wir Three Nuns Tobacco, None Nicer, J. and F. Bell Glasgow. Schöner Deckelzustand. Unten ein bisschen Rost. Leider raschelt es auch hier. Ah, Murray's Erinmore Lake. Großes Kino für mich. Was steht denn da für eine komische Steuermarke? Tuxedo, ja. Altes Steuerzeichen. Feinschnitt. Erinmore Lake Feinschnitt, interessant. Dann eine Erinmore Mixture. Murray's Erinmore Mixture. Was ist denn hier noch drin? Da scheppert es ja direkt. Da muss ich nachher nochmal reinschauen. Da ist vielleicht noch ein fehlendes Teil von der Petersen drin. Weil, wie gesagt, das Haus verliert ja nichts. Und hier eine Dose Richmond Navy Cut in Hamburg hergestellt. Und raschelt. Ja, und oh ja, hier eine Dose oh, Balkan Sobrani. Aber das ist der Virginia Nummer 10. Das war so eine gelbliche Dose mit Unzen geschrieben. Die Dose ist ungeöffnet. Aber diese Dosen waren, glaube ich, auch nicht vakuumiert, sondern nur luftdicht verschlossen. Ich fürchte, mit dem Tabak wird es auch nicht mehr weit her sein. Und es ist natürlich die Frage, ob man sowas nicht gleich besser zulässt. Aus konservatorischen Gründen. Und hier haben wir noch eine Zigarettendose. So wurden Zigaretten früher verkauft, nicht einfach nur in so einer Pappschachtel. Da wurden Blechdosen ausgeliefert. 20 Zigaretten, halbe 5.
Und die kamen, wo kamen die her? Aus Kopenhagen oder was? Nee. Aha. Deutsches Reich, 5 Reichspfennig. Eine halbe 5. Leer. Und dann, damit ist natürlich dann, hier ist natürlich das, was ist das denn hier? Eine Sutliff. Mixture Nummer 79, Mild and Aromatic Smoking Tobacco. Inhalt 50 Gramm. Mixture 79, Mild Aromatic Smoking Tobacco. Was ist da ausgeixt? Ah, die Unzenbezeichnung ist ausgeixt. Wo kommen die eigentlich her? Made in den USA. Ja, ich habe Tanten in den USA, die kamen manchmal zu Besuch, die haben mir wahrscheinlich den Sutliff mitgebracht. Wo, beziehungsweise der ist ja in Deutschland hergestellt, Schmarrn. Okay. Auch 50 Gramm Pfeifentabak. Was heißt das Preis? Achso, Preisgruppe. Preisgruppe H. Altes Steuerzeichen. Aromatic Mixture. Preis. Keiner drauf. Naja. Ja. Gut. Das war's. Da sind wir durch. Zwei Pfeifenständer habe ich noch von ihm, aber die zeige ich euch jetzt nicht. Und ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Bombadonis. Also, ich möchte mal anhand der Tabake von meinem Großvater zeigen, die ja total ausgetrocknet waren, wie man jetzt im Grunde genommen hergehen könnte und versuchen könnte, diese alten Tabake wieder zu reanimieren. Ich habe also jetzt hier erstmal in der Küche ein bisschen sauber gemacht, hier die Flächen und so. Ich habe von daher auch ein Fläschchen Alkohol da, weil man ja, ich sag mal, gut, Tabak ist, ist im Grunde genommen fällt es ja unter die Lebensmittel und Hygienevorschriften. Ich finde, dass man, wenn man mit Tabak hantiert, saubere Hände haben sollte, unter Umständen sogar so Wegwerfhandschuhe anziehen sollte. Jedenfalls, Beispiel, man wischt hier mit so einem verkeimten Wischtuch hier ab. Das hat man in den Händen, in den Fingern. Danach trocknet man sich da mit so einem Handtuch die Finger ab. Und das heißt, es kann sein, dass man unter Umständen ziemlich verkeimte Griffel hat. Deswegen, ich nehme da kein Sakrotan. Sakrotan riecht auch und hat Geruchsstoffe drin. Ich will ja nachher mit den Händen in dem Tabak rumwühlen. Also wische ich und reibe ich mir die Hände mit Isopropylalkohol ein. Gut, dann habe ich hier vorbereitet destilliertes Wasser in so einer Sprühflasche. Da habe ich seit gestern Humidrolen drin. Und hier sind jetzt eben noch verschlossene Tabaksdosen. Die werde ich nachher noch umfüllen. Und hier habe ich schon einige aus ihren Dosen entnommen. Hier zum Beispiel eine Arrendmore Mixture. Und habe die schon ein bisschen erstmal mit dem destillierten Wasser grob eingesprüht. Diese Vorgehensweise sieht man zum Beispiel auch, wenn man zum Beispiel mal dabei war, wenn der Blender von Kohlhaase und Kopp einem einen Tabak anmischt, dann hat er auch immer so eine Sprühflasche dabei, wenn der Tabak zu trocken ist, und sprüht er gleich mal direkt rein. Das ist eine Dunhill London Mixture. Die Tabake hier, die waren alle total ausgetrocknet. Und wie gesagt, jetzt habe ich einfach mal angefangen, die zu besprühen. Ganz vorsichtig wende ich die dann. Die sind natürlich teilweise so vertrocknet und verbacken, dass die Gefahr besteht, dass man sie, also wenn man sie zu heftig auseinanderreißt, also dass man halt da dieses Blattgut noch zusätzlich ruiniert. Da ist eine Standard-Mixture drin, auch eingesprüht. Und
Was haben wir hier? Aperitif. Der ist zum Beispiel total verbacken, der Tabak. Wenn der jetzt ein bisschen besprüht ist und die Feuchtigkeit das hier so ein bisschen durchdringt, dann fällt es nachher leichter von selber auseinander oder bekommt vielleicht wieder so eine Art Konsistenz, wo man sagt, so jetzt fällt er ein bisschen schon auseinander. Aber von selber, ohne dass ich jetzt Blättchen für Blättchen da rummache. Und dann kann ich da ja nochmal, jetzt ist da ein bisschen was passiert, jetzt sprühe ich da mal ein bisschen was rein. Ist immer ein bisschen eine Gefühlssache, aber diese total ausgetrockneten Tabake hier von meinem Opa, die schon quasi 30 Jahre lang vor sich hin trocknen, da kann man ja mal einfach auch ein bisschen experimentieren mit solchen Sachen. Also, es ist prinzipiell so, dass man jetzt zum Beispiel auch, also ich hatte da mehr Dosen, die 30, 40 Jahre alt sind, die waren wesentlich besser in Schuss. Da hat man die Dose aufgemacht und der Tabak ist feucht. Hier ist er staubtrocken. Und genau genommen ist es so, dass wenn man da dran riecht, dass man teilweise schon am Geruch merkt, okay, da ist an sich nichts mehr zu machen. Aus Rührei kann ich kein Spiegelei mehr machen. Das hier ist so ein Tabak, wo man sagt, das ist jetzt hier diese Standard-Mixture. Wenn ich da dran rieche, dann rieche ich gar nichts mehr, außer, sage ich mal, getrocknetes Blattgut. Aber da sind keine Gerüche mehr drin, wo man sagt, da kann ich noch annähernd die Mischung erahnen. Das riecht einfach so, wie wenn alles total ausgeraucht ist da drin. Und ich habe das zum Beispiel das Gefühl, dass das da hier nichts mehr wird. Ich will mich jetzt trotzdem mal überraschen lassen und mal schauen, ob nicht doch ein bisschen was zurückkommt, wenn das mal wieder eine gute Feuchtigkeit erreicht hat. So, die mal wieder dahin. Hier der Aperitif. Im Aperitif. Da riecht man noch Latakia. Der ist allerdings sehr trocken, aber also hier könnte noch was passieren. Stelle ich jetzt auch erstmal zurück. Hier haben wir was Schönes, das sind die Three Nuns. Solche Tabake brauchen natürlich auch wie normalerweise bei Flakes und Cakes und Plugs, bis die wieder regenerieren und feucht werden, braucht es natürlich ein bisschen länger. Geruch auch sehr fraglich, ob die wiederkommen. Das wäre natürlich schön, weil ich da unten noch zwei andere Dosen habe, mit denen sich das interessant vergleichen ließe, aber ich fürchte, naja, wir werden sehen. Das sind die Three Nuns. Und zu den Three Nuns werde ich dann später zum Beispiel mal zu so einer Art von Tabak werde ich dann später mal diesen Tonstein da reinlegen. Der gibt einfach über eine lange Zeit sehr viel Feuchtigkeit ab und die Humidrolen, die nehme ich, die normalen Humidrolen, die nehme ich dann eher für Mixtures her. Was haben wir denn noch? Den da, das war eine Erinmore Mixture. Haben wir hier. Also die Erinmore Mixture hier und auch der Erinmore Flake, den ich hier habe, den habe ich schon in so ein Gläschen reingetan mit einer Humidrole. Und die geben noch ganz leichte Gerüche von sich ab. Könnte sein, dass die sich noch verstärken. Wenn man das in solche Gläser reintut wie hier, dann sollte man schon aufpassen, dass die nach nichts mehr riechen. Die Innenseiten der Deckel riechen zum Beispiel gerne noch was. Und wenn das noch Gerüche abgibt, dann kann man sich eigentlich auch darauf verlassen, dass die mehr oder weniger im Tabak dann landen. Also wenn man solche Haushaltsgläser verwendet und nicht ausgekochte Einmachgläser,
oder eben solche Gläser, in denen vorher was anderes drin war, dann sollte man schon aufpassen, dass die nicht noch einen Eigengeruch dazugeben, den man dann eigentlich da nicht drin haben will. So. Man sieht zum Beispiel hier auch, da sind so Schlieren von der Feuchtigkeit, also da gibt der Tabak eben auch was an den Boden ab gerade. Okay. Ja, soweit ist das jetzt hier mit denen. Mir sind jetzt die Einmachgläser ausgegangen, deswegen vorbehandeln tue ich es jetzt erstmal so, spüle sie mit Wasser ein und das eine oder andere Glas habe ich noch und dann später werde ich sie hier mit diesem Teil da vakuumieren, beziehungsweise nicht vakuumieren, sondern nur verschweißen, weil mir jetzt die Gläser ausgegangen sind, werde ich die jetzt verschweißen dann und Luft drin lassen und eine Humidrolle dazu reinpacken. Und ich denke, vor allem, die muss man dann sehr gut im Auge behalten. Die sind jetzt eben relativ stark und brutal befeuchtet für das Erste. Also da muss man sehr aufpassen und das sehr beobachten, ob sich da irgendwas mit Schimmel tut. Aber deswegen, das ist eben auch die Sache mit diesen Lappen da, wie sie da über dem Wasserhahn hängen. Da hat man scheinbar irgendwelche Keime, ich meine, die sind vielleicht 2 Tage alt, da sind die schon bakteriell verkeimt. Und dann langt man da in den Tabak rein und dann hat man da das ekelhafte Zeug natürlich drin. Tabak, Lebensmittel. Und deswegen immer schön darauf achten, dass die Hände sauber sind, wenn man da rumhantiert. Okay, was möchte ich denn jetzt noch machen? Ah, jetzt wollte ich mal zeigen. Hier haben wir eine Dose Balkan Sobrani Virginia Nummer 10. Und das ist ja eine von diesen alten Dosen, die hier oben so eine Art Dosenschneider drin hatten. Der ist hier drüben, da ist so eine Art Dosenschneider drin. Das wollte ich mal demonstrieren, wie das geht. Und zwar sieht das dann innen so aus. Und wenn man hier außen, das kann man dann, also kann ich zum Beispiel jetzt mit dem Fingernagel, kann ich hier die Schneide, die kann ich da nach innen verschieben und dann kann ich sie eben wieder ansetzen. Dann setze ich einfach das wieder auf den Deckel drauf. Ein bisschen schwierig mit dem Handy in der Hand, aber so hat man es, glaube ich, gerade gesehen. Also ich schiebe von außen. So, und jetzt ist das Messer reingefahren. Und jetzt kann ich hergehen und den Deckel wieder draufsetzen. Also jetzt habe ich schon zugestochen. Und ja, jetzt muss ich, müsste ich eigentlich mal mein Handy hier so hinstellen. Genau, und Messer ist drin. Und jetzt gehe ich eben her und dreht es da. Ich habe übrigens noch rote Beize an den Fingern, aber die ist eben auch nicht mehr runterzukriegen. So, jetzt habe ich einmal oben rum gedreht. So. Und dadurch habe ich jetzt eben hier den Deckel geöffnet. Und ja, leider war der Deckel eben schon, wahrscheinlich als ich ein Kind war, habe ich da eben rumgespielt, habe den aufgemacht. War jetzt nur mal zum Demonstrieren, wie man diese Dosen aufmacht. Und hier ist jetzt der Virginia Nummer 10 drin. Und für den suche ich mir jetzt auch nochmal ein Gefäß. Und kipp den jetzt einfach mal da rein. Der Dosenboden hat zum Beispiel keinen Rost aktuell. Man sieht, dass das so Ready-Rubbed-Stücke sind. So. Ah, hier sieht man, in der Dose ist schon Rost. Die neigen auch ein bisschen zum Rosten, die Dosen.
Das ist zwar nicht so schön, aber da bin ich erstmal auch hart im Nehmen. Da gehe ich nachher vielleicht nochmal mit dem Magneten ran. So. Hier ist noch ein bisschen Geruch da. Und da komme ich jetzt wieder mit meiner Flasche erstmal. Mache hier erstmal den ganz harten. Jetzt hier nicht, ich wende bloß mal ganz vorsichtig, wenn da die Feuchtigkeit mal eingezogen ist, die erste brutale Feuchtigkeit hier, dann löst sich das schon von selber und dann wird man schon sehen. Und erst später tue ich das dann, wenn es so einigermaßen durchfeuchtet ist, in die eingeschweißten Beutel rein. Genau, das soll es jetzt erstmal gewesen sein, denke ich. Was ist jetzt hier mit der Schärfe? Das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Ach ja, was wirklich noch sehr deutlich gerochen hat, das ist diese Dunhill London Mixture. Und da bin ich fast froh, weil als ich die aufgemacht habe. Also wenn man da dran riecht, da ist der Latakia noch sowas von gut da. Also der ist so stark da, dass ich hier wirklich die Hoffnung habe, dass die Dose noch zu retten ist. Und der Latakia, der riecht wirklich wie aus einer anderen Welt. Also ganz, ganz starkes Zeug. Wenn wenigstens die eine Dose hier zu retten wäre, weil die London Mixture gehört auch so fast heute noch zu meinen Lieblingstabaken. Wenn die zu retten wäre, muss ich sagen, das wäre schon was Feines. Da sieht man den schönen schwarzen Latakia da drin. Herrlich. Okay. Also, das wollte ich noch sagen. Hier zum Beispiel sind jetzt noch so ein paar Aromaten übrig. Sweetened with Maple and Rum, das ist der Dunbar. Dann hier ist ein Sweet Dublin. Und hier, also diese noch von meinem Opa, die alle Tabake, aber der hier zum Beispiel, der ist irgendwann mal, den hat mein Vater irgendwann mal gekauft, das waren dann D-Mark-Zeiten. Und das ist vom Deal in München, irgend so ein Kirschtabak. Und also, man sagt ja immer, Aromaten seien nicht geeignet zum Lagern. Aber ich würde mich da nie auf irgendwelche Urteile, Vorurteile einlassen. Man kann mit Aromaten auch große Überraschungen erleben. Jetzt nicht unbedingt mit so voll ausgetrockneten Dosen. Aber ich habe auch schon 20, 30 Jahre alte Aromaten aufgemacht. Unter anderem zum Beispiel Aranmore Mixture. Dose aufgemacht, Tabak feucht, Geruch voll da, Geschmack super. Und deswegen glaubt nicht, wenn irgendwelche Leute euch erzählen, dass Aromaten sich nicht lange halten würden. Aromaten können sich auch 10, 20, 30 Jahre lang halten. Meine Erfahrung geht zumindest dahin. Und jetzt haben wir hier zum Beispiel eben noch so ein Kirschteil aus D-Mark-Zeiten. Ich mach mal kurz auf. So. Und der Geruch ist voll im Tabak, keine Frage. Also der ist überhaupt nicht ausgeraucht.
Und im Übrigen, der war eben schon mal geöffnet, da ist auch noch eine gewisse Feuchtigkeit drin, obwohl das eben so eine Dose hier ist. So, und ich den kippe ich jetzt trotzdem auch mal hier rüber. Auch mal aus dem Dosengefängnis da. Zwar leicht trocken, aber da ist noch eine Restfeuchtigkeit drin der riecht hier rauf bis zu mir, also der ist voll da. Gut, der kriegt halt jetzt eine Humidrolle dann da rein. Aber es ist eben auch so, dass der Sweet Dublin zum Beispiel noch einen Geruch von sich gibt. Also wenn der jetzt ist er staubtrocken. Schau mal einfach mal, ich meine, das ist jetzt kein großes Vergnügen, sowas oder sowas muss man auch nicht unbedingt retten, aber wenn es zum Retten ist, das heißt, muss man nicht retten, also wenn da noch was geht, dann schaue ich mir das schon an. Dasselbe hier mit diesem Dunbar, eine hochinteressante Dose von der Firma, die es gar nicht mehr gibt, Macrinox. Die haben noch ein bisschen was in sich. Gut, normalerweise, wie gesagt, habe ich es nicht mit so ausgetrocknetem Zeug zu tun. Aber in dem Fall, weil es Opas Tabake sind, da ist noch ein Richmond Medium Navy Cut. Deswegen schaue ich halt mal, was jetzt noch geht. Werde euch auf dem Laufenden halten. Ach so, ja, natürlich. Und das ist natürlich ganz hart hier. Das ist irgendwie, das hatte ich ja schon mal gezeigt, aber in so einer, also da ist in dem Sinne überhaupt kein Schutz mit so einer Verpackung. Das ist ja die reine Papierhülle. Und mit dem wird aller Voraussicht nach nicht mehr viel los sein. Aber mal schauen. Okay. Und hier nochmal was zum Thema Humidrole. Also ich bin da auch sehr vorsichtig, wenn ich die jetzt da so direkt, das ist übrigens destilliertes Wasser, in dem die drum rumschwimmen, wenn ich jetzt direkt so eine Humidrole klatschnass da rausnehme, dann mache ich die erstmal noch ein bisschen wenigstens trocken, weil so ein totaler Feuchtigkeitsherd auf einer Stelle Tabak und wenn ich das dann 2, 3 Tage vergesse, da meine ich, dass das zu Schimmel führen kann. Deswegen bin ich auch gerade in den Anfangstagen immer sehr vorsichtig mit den Humidrolen und schaue da täglich rein und wende das Ganze und passe halt auf, dass da nicht aus der Verbindung Feuchtigkeit, also Wasser und direkt das Aufliegen auf dem Blattgut, dass da kein Schimmel entsteht. Also besser fände ich tatsächlich andere Befeuchtungsmethoden, wo man jetzt ein feuchtes Tuch oben drüber spannt, dann Deckel drauf, also wo die Feuchtigkeit nicht direkt in Verbindung kommt, wie hier jetzt mit den Humidrolen, wo sie direkt aufliegt. Aber gut, ich habe jetzt mal momentan keine andere Wahl, ich muss es jetzt so machen. Und hier, naja, wir werden sehen. Im Auge behalten. Was ich jetzt hier mit der Radikalmethode auch erstmal bezwecke, ist, dass ich dem Tabak erstmal wieder eine gewisse Grundfeuchtigkeit zurückgebe. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel mal so reinfasse, dieser Sweet Dublin, der hat sich also als erstes, sage ich mal, schon in sehr kurzer Zeit, also in wenigen, also vielleicht ist nicht mal in einer Stunde, so weit regeneriert. Da war auch noch eine gewisse Restfeuchtigkeit sogar drin. Er war nicht total ausgetrocknet wie manche andere. Aber jetzt, wenn ich ihn so in die Hand nehme, jetzt bricht nichts mehr, jetzt bröselt nichts mehr. Jetzt hat der Tabak so vom Gefühl her wieder eine Konsistenz, wie er sie oder wie wir das zum Beispiel teilweise von neuen, von frischen Tabaken eben gewohnt sind. Und das muss dann ungefähr so sein wie bei Onkel Bens Parboiled Rice, da darf nichts kleben. Das muss alles schön locker fallen. Wenn ich jetzt da so reingreife, wie gesagt, dann kann ich jetzt nicht mehr viel Blattgut kaputt machen oder zerbröseln oder
zu Staub machen. Aber dann merke ich zum Beispiel auch bei so einem beherzten Griff in die Dose, ob da noch schwerpunktmäßige Feuchtigkeitsstellen drin sind, ob ich den eben weiterhin immer schön wenden muss. Und das würde ich jetzt am Anfang sowieso machen, wo ich so radikal besprüht habe. Also da bin ich jetzt, sage ich mal, den ganzen Tag hier. Lass die offen stehen, lass sie wieder ein bisschen austrocknen, und wende die halt ständig. So. Also der fällt jetzt eben richtig schön wieder da rein. Andere zum Beispiel, also hier ist die London Mixture drin. Die fühlt sich zum Beispiel jetzt noch trocken an, da sind dann teilweise noch so verbackene Stückchen drin. Die ist noch, die wird, kommt jetzt zwar auch schon langsam zurück, aber hier eben noch mal so verbackene Stückchen. Aber das wird schon. Das ist der Virginia Nummer 10 von so Brownie. Das ist halt, wie gesagt, das ist halt so mal ein ganz leicht zerruppelter Flake, also an sich fast ein Flake. Und bis die wieder Feuchtigkeit aufnehmen, das dauert auch. Und wie gesagt, das soll jetzt hier erstmal so eine Grobbestäubung sein. Später kommen sie dann in ein Glas oder in ein Gefäß oder in einen Beutel. Und dann dürfen sie nochmal ganz langsam mit einer Humidrohle und Luftaustausch dürfen die dann wieder werden. Hier, mal schauen, ob ich da jetzt so ein Stückchen finde. Ja. Aber gut, ich meine, man darf auch oftmals nicht erschrecken, die Tabake, die kristallisieren aus. Gerade Flakes, das kennt man ja hier zum Beispiel, ist so ein Stück, was durchaus mit so Kristallen überzogen ist. Aber das ist nichts Böses und da braucht man nicht erschrecken. Die einen sagen, es ist Zucker, die anderen sagen, es ist Salz, was da aus dem Tabak auskristallisiert. Ich meine, beim Virginia wissen wir ja, dass er zuckerhaltig ist. Und von daher glaube ich auch eher, dass es Zucker ist. Und die Discs von Three Nuns. Man sieht hier übrigens auch mal, wie nachgedunkelt das ist. Also wenn wir jetzt aktuell eine Dose aufmachen und auch die, als die neu waren, als die noch jung waren, die werden nicht so dunkel gewesen sein, die werden irgendwie ein kontrastreicheres Bild gezeigt haben und die sind aber hier eben insgesamt sehr, sehr nachgedunkelt. Das dauert auch lange, bis die wieder Feuchtigkeit gezogen haben. Ich spüre es jetzt zwar schon, dass die Staubtrockenheit weg ist. Aber, und das Ganze jetzt, wie gesagt, sag ich mal, in einem Zeitraum von einer Stunde eventuell, so dass das Wasser jetzt oder die Feuchtigkeit, das, der Sprühnebel da jetzt erstmal einzieht und wirkt. Hinten ist der Aperitif. Der wird auch schon. Also man kann jetzt, wie gesagt, sage ich es nochmal, mit dieser Methode innerhalb von einer Stunde Ihnen so eine Art Grundgefühl zurückgeben, dass man sagt, okay, so muss sich Tabak an sich anfühlen. Genau. Die Standard-Mixture, die wird, glaube ich, nichts mehr, habe ich schon gesagt, aber also die hat überhaupt keinen Geruch mehr. Die riecht total ausgeraucht. Aber mal schauen, vielleicht tut sich doch noch was. So. Hier haben wir auch noch was. Ich habe wirklich jedes Gefäß hergenommen. Inzwischen sind schon Kochtöpfe mit dran. Eben wie gesagt, immer schauen, dass das Zeug sauber ist.
nicht nur die Hände, sondern auch das Geschirr, in dem das jetzt hier zum Beispiel drin ist, das sollte rein und sauber sein. Das war übrigens die Mixture Nummer 79 von Sublev. Komisches Zeug. Okay. Und hier nochmal was Kleines. Das ist die Aranmore Mixture. Und in der Dose Aranmore Mixture habe ich dieses Kügelchen da gefunden. Das ist wahrscheinlich so eine Art Meerschaumkügelchen oder sowas. Also man kann auch, also mit sowas wurde anscheinend früher, da hat man früher zur Feuchtigkeitshaltung den Tabak mit reingegeben. Deswegen, man kann eben auch, Tonscherben sind eigentlich doch was Schönes, diese Humidrolen da eben. Und dann kann man aber auch zum Beispiel wahrscheinlich mit so Meerschaumgranulat oder was weiß ich, oder alles Mögliche, was Wasser aufsaugt und langsam wieder abgibt, ist da sicherlich nicht ungeeignet. So, ein letztes, abschließendes Videoteilchen mache ich noch. Hier sind, genau, der Cherry, da habe ich gerade den Richmond rein. Das ist nur eine Pfeifenfüllung, aber der soll auch noch ein bisschen reanimieren. So, und hier wollte ich noch ein paar kurze Anmerkungen zur einen oder anderen Sache machen. Also jetzt sind vielleicht 2 Stunden vergangen, seitdem ich angefangen habe, hier zu bestäuben direkt. Das ist die London Mixture, die fällt jetzt auch sehr schön. Die verbackenen Teilchen, die sind jetzt verschwunden, auch haben sich aufgelöst. Und das ist eine gute Konsistenz, die wir da jetzt haben. Der Duft von dieser London Mixture hier, und ich schätze mal, dass die fast aus den 60er Jahren ist, also dass der Tabak, ich muss das nochmal bei einem anderen Video dann schauen, aber hier ist noch der alte Warrant drauf zum The Late George, zum verstorbenen König Georg dem VI. Also von daher glaube ich, dass das eine Dose eher aus den 60er Jahren ist. Der Duft hier ist Wahnsinn. Er ist voll da. Also das ist, und ich glaube nicht, dass dafür, also bei dem Virginia könnte es eher sein, dass der an sich ausgeraucht ist. Aber was hier noch von dem Latakia rüberkommt, das ist der Hammer. Das ist wirklich der Hammer. Und das ist eben, glaube ich, auch eine Qualität von Latakia, die es heute nicht mehr gibt. Also dieser Geruch, der schlägt mich jetzt schon fast hier, nachdem ich ihn jetzt nach 2 Stunden reanimiert habe. Er war schon in der Dose erkennbar, aber dass der so deutlich wiederkommt, das ist der Hammer. Das hätte ich nicht gedacht. Okay, dann hier das ist auch mal ganz interessant. Ich meine, das ist auch noch eine vermutlich aus den 60er Jahren. Das ist auch noch mit George dem VI., dem Verstorbenen. Das ist die wahrscheinlich, die riecht nach nichts mehr. Das ist dann so ein komischer, ich weiß nicht, so eine Art nussiger Geruch irgendwie, aber das ist irgendwie tot. Vermute ich jetzt mal. Aber werden wir noch sehen. Was ich jetzt hier mal zeigen wollte nur, ist diese Länge. Was man sieht, die Länge von dem Blattgut. Also, wenn man das zum Beispiel, wenn man da jetzt Vergleiche anstellt mit der heutigen Dunhill Standard Mixture, das ist jetzt die Standard Mixture Mild. Sowas, also so ein lang geschnittenes Blattgut, wie man hier sieht, alleine das sind so Sachen, wo man sagt, alter Tabak unterscheidet sich nicht nur teilweise in der Qualität der verwendeten Tabaksorten, sondern dann hat sich auch über die Jahre in den Anteilen, in den Rezepturen was verändert. Aber eben, wie man hier auch sieht, diese unglaublich lang geschnittenen Fäden, Tabakfäden, die hier bei der Standard Mixture zum Vorschein kommen.
Und deswegen hängt es hier auch so miteinander verwoben zusammen und fällt nicht so schön locker wie die anderen Mixtures. Okay, und die Three Nuns, die sind auch schon geworden. Also, die haben auch schon angenommen. Die fallen jetzt nicht mehr wie Jetons da in diese Schüssel rein, sondern man merkt schon, die haben auch was gezogen. Und die tue ich jetzt dann sozusagen auch hier rüber, habe ich da schon vorbereitet. Also ich habe jetzt hier teilweise schon abgepackt, und zwar in sehr geräumige Tüten, weil mir eben die Gläser ausgegangen sind. Also habe ich jetzt hier so geräumige Tüten gebaut, in denen ich das dann nachher ein bisschen schütteln kann und so dauernd. Und die werden jetzt nicht vakuumiert, sondern die werden jetzt mit diesem Gerät dann sozusagen nur verschweißt, sodass Luft drin bleibt, eine Luftzirkulation oder ein Luftaustausch stattfinden kann. Hier noch zwei Sachen. Dieser Aromat der Dunbar, Ready Rubbed Sweetened with Maple and Rum steht da drauf. Das macht die Schärfe gerade wieder nicht mit. Aber das ist eben das Schöne an Gläsern, was hier wieder sehr deutlich wird. Der hat in der Dose vorhin kaum noch irgendwas gerochen. Also, ich habe eigentlich auch gedacht, nee, da ist nichts mehr zu machen. Der ist jetzt vielleicht eine Stunde in dem Glas da drin. Und ich muss gar nicht unbedingt die Nase reinhalten. Also, wenn das Glas jetzt aus so einer Entfernung von einem 50 Zentimetern von mir wegsteht, dann rieche ich schon, dass der Tabak auch wieder kommt. Und im Glas konzentrieren sich die Gerüche eben so stark. Ich finde, dass ein Glas ist wie eine Lupe, wie ein Brennglas, also was dann Gerüche angeht. Da macht Schnüffeln wirklich Spaß an dem Glas. Ich bin daher ein totaler Freund von Gläsern, muss ich wirklich sagen. Und was ich vorhin schon angedeutet habe, solche Sachen wie das da, es hat eigentlich vorher nicht so gerochen. Ich dachte, das wäre heraus, was war das, grüne Currypaste. Aber wenn ich jetzt an dem Aranmore Flake rieche, dann rieche ich jetzt doch noch, dass da grüne Currypaste drin war. Na gut, ich rieche auch ein bisschen was vom Aranmore Flake, aber das ist an sich genau das, was nicht passieren darf. Aber vielleicht passt in dem Fall auch ganz gut. Vielleicht gibt es dem Aranmore Flake nochmal eine ganz neue, ungeahnte Richtung. Okay. Jetzt kommen sie also, wie gesagt, erstmal da rein. Ich bin ein bisschen ungeduldig. Normalerweise hätte ich sie ruhig den ganzen Tag lang stehen lassen können, aber jetzt habe ich sie doch dann nach 2 Stunden schon da rein. Noch lasse ich die Tüten offen. Vielleicht verschweiße ich sie dann heute noch. Aber dann wird jeden Tag mehrfach geschüttelt. Dann kommt noch jeweils eine Humidrole rein. Und dann lasse ich mal, sage ich mal, 1, 2, 3 Wochen so vergehen und dann schaue ich da mal wieder rein und schau mal, was sich getan hat dann. So, jetzt habe ich in meiner Ungeduld das Ganze eben von einer Aktion von 24 Stunden reduziert auf ungefähr 2 bis 3 Stunden. Die Tabake sind jetzt alle entweder hier drin verpackt oder eben in Tupperware oder irgendwie in so Gläsern oder was da noch da ist. Was ich hier noch schnell sagen wollte, ich will jetzt eben mit dem Vakuumiergerät nicht vakuumieren und damit zum Beispiel konservieren oder eine forcierte Reifung betreiben. Ich möchte, dass dieser Tabak, der jetzt ausgetrocknet war, der wird jetzt eben hier nur eingeschweißt. Ich möchte, dass dieser Tabak hier in einem Beutel ist, in einer Art feuchten Klima. Da ist jetzt jeweils eine Humidrole mit drin und dass der Tabak in diesem feuchten Klima atmen kann. Also hier ist überall noch viel Luft drin.
aber gleichzeitig noch eine Drohle und die soll jetzt mal für, sagen wir mal, 2 bis 3 Wochen, würde ich mal sagen, ich mache jetzt mal jede Woche da oben auf, schau mal rein, sehen, was da drin passiert. Das kann ich ja die ganze Zeit. Ich werde das laufend schütteln da drin. Jetzt vor allem in den ersten Tagen und das ständig beobachten. In der Woche mache ich dann das erste Mal auf, schau mir das da drin mal an und nimm mal ein Näschen voll. Dann schneide ich da oben auf und dann verschweiße ich das wieder neu. Und ich würde mal sagen, so 2, 3 Wochen, 3 bis 4 Wochen, sollen die Tabake jetzt mal da drin so bleiben. Genau.